Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist Herr Abg. Schalauske. Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit diesem Nachtragshaushalt, das haben wir an anderer Stelle schon diskutiert, setzt die schwarz-grüne Landesregierung letztlich nur das fort, was sie in der vergangenen Legislatur begonnen hat. Maßnahmen, um ihre im Koalitionsvertrag angekündigten Vorhaben voranzubringen, konnte man keine entdecken. Das haben wir hier schon diskutiert. Das hat auch eine gewisse Logik, denn die schwarz-grünen Vorhaben stehen ohnehin alle unter Finanzierungsvorbehalt. Und da sind ja die Signale schon klar. Die Steuereinnahmen, die sprudeln nicht mehr ganz so stark. Da darf man dann gespannt sein, welche ihrer Vorhaben alle noch der finanziellen Situation zum Opfer fallen werden. Aber kommen wir zum Nachtragshaushalt. Hier werden also im Wesentlichen nur die Zahlen auf einen aktuellen Stand gebracht. Nehmen wir doch aber einmal in den Blick, und das könnte ja ganz interessant sein, welche Änderungen enthalten sind, aber vor allem auch, welche Änderungen nicht enthalten sind. Da fällt nämlich auf der Einnahmeseite auf, dass die Landesregierung darauf verzichtet, die zusätzlichen Steuereinnahmen, die in der relevanten Steuerschätzung prognostiziert worden sind, auch voll und ganz zu veranschlagen. Das Resultat: im Haushalt fehlen gut 70 Millionen € zusätzlicher Einnahmen. Jetzt werden Sie uns, und das ist ja im Ausschuss auch schon angeklungen, erklären, diese Herangehensweise sei Ausdruck einer besonderen Vorsicht. Ehrlich gesagt, ich finde das wenig überzeugend. Meine Vermutung ist eher, dass Sie, koste was es wolle, Ihre heißgeliebte Null, schwarze Null am Jahresende feiern und wieder relativ sinnlose Schuldentilgung betreiben wollen. Der Beitrag von der Kollegin Dahlke macht es ja auch notwendig, sich noch einmal mit dem Thema der Sinnlosigkeit von Schuldentilgung zu widmen. Eigentlich hätte der Beitrag auch sehr viel mehr Applaus von Seiten der FDP verdient gehabt. Ja, sie wollen nicht ganz so viel Schulden tilgen wie Sie, aber ansonsten habe ich in der grünen Haushaltsrede doch sehr viel liberales Gedankengut im Sinne der FDP entdecken können. Wir bleiben bei der Auffassung, wer unter dem Deckmantel von schwarzer Null und Schuldentilgung notwendige Investitionen und wichtige öffentliche Ausgaben unterlässt, der verschuldet sich bei kommenden Generationen. Denn solange wir in diesem Land marode Schulen, arme Kinder, einen ÖPNV, der aus allen Nähten platzt, oder auch die Herausforderungen des Klimawandels haben, da ist und bleibt der Abbau von öffentlichen Schulden ein nachrangiges Problem. Den nachfolgenden Generationen ist nämlich überhaupt nicht damit geholfen, wenn sie unter schlechten Schulen, einer Kindheit in Armut oder den Folgen des Klimawandels leiden, nur weil einige nicht verstanden haben, dass Investitionen auch der öffentlichen Hand auch durch Kredite finanziert werden können und sollten. Kommen wir einmal zum anderen Bereich des Nachtragshaushalts. Da finden sich 500 zusätzliche Stellen. Gut, könnte man meinen. Die Landesregierung, die sorge sich um einen handlungsfähigen Staat und möchte weitere Stellen schaffen. Doch ganz so einfach ist es nicht, wenn man es sich genauer anschaut. Unstrittig sind die Anwärterstellen in der Finanzverwaltung. Die Kolleginnen und Kollegen, die werden gebraucht, nicht nur, aber auch angesichts der anstehenden Grundsteuerreform, unabhängig davon, wie sie ausgestaltet wird. Die letzten Meldungen machen mich da doch aber eher nachdenklich und sorgenvoll, ob da uns nicht doch ein Wettbewerbsföderalismus zum Nachteil gleichwertiger Lebensbedingungen in der Republik droht. Aber das ist ein anderes Thema. Es stellt sich trotzdem die Frage bei den Anwärterstellen in der Finanzverwaltung, wie viele Ausbildungskapazitäten sie eigentlich in so kurzer Zeit schaffen können und ob hier nicht auch vor allem eher die Versäumnisse der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Und dann 250 Stellen für Lehramtsreferendare, an sich erst einmal eine gute Sache. Allerdings mit 750.000 € sind die Kosten für das Jahr 2019 auch sehr überschaubar. Und deshalb veranschlagen Sie auch überhaupt keine zusätzlichen Mittel für diese Stellen. Das liegt schlicht daran, dass der Einstellungstermin ohnehin erst der November ist. Und deswegen wird entscheidend sein, was dann im Haushalt 2020 zu finden wird. Richtig problematisch allerdings,
wird es bei 90 zusätzlichen Stellen bei der Polizei. Klingt erst einmal nach Sicherheit, bedeutet aber konkret kaum etwas anderes als ein schwarz-grünes Abschiebepaket. Getrieben vom rechten Rand des Hauses und wahrscheinlich auch von dessen absoluter Begeisterung getragen, werden hier nämlich großzügig Stellen für den neuen hessischen Abschiebeknast geschaffen. 60 Stellen bei der Wachpolizei für den besagten Abschiebeknast. Aber damit nicht genug. In Hessen wird unter Schwarz-Grün, ich darf den Kollegen Weiß zitieren, auch noch ein Abschiebekommando mit 10 Stellen geschaffen. Außerdem finden sich weitere 20 Polizeistellen, von denen wir bisher aus der kursorischen Lesung nur wissen, dass sie am verkehrsberuhigten Flughafen Kassel-Calden eingesetzt werden sollen. Was sie dann da genau eigentlich machen? Also soll Calden etwa weiter zu einem weiteren Abschiebekreuz ausgebaut werden? Oder sollen diese Wachpolizisten Aufgaben für die Flughafengesellschaft übernehmen, damit sie da die Zahlen beschönigen können? Das alles konnte uns die Landesregierung noch gar nicht genau erklären. Fakt ist, weite Teile dieses Hauses wollen, dass mehr Geld für Abschiebungen ausgegeben wird. Und ich finde, dieses Geld, das könnte man sich wirklich sparen. Leider weiß ich, dass anders als im Bundestag die GRÜNEN hier in Hessen mit dieser Politik keine Probleme haben. Da sind dann die zahlreichen Hebungen und Versetzungen schon fast eine Nebensache. Auch wenn sich bei Ihrer Personalpolitik schon der Eindruck aufdrängt, dass Schwarz-Grün gerne wieder einmal ein paar mehr Häuptlinge einstellen will, obwohl es in anderen Bereichen der Landesverwaltung an Stellen fehlt, warum sonst kann denn die Landesregierung nicht einmal beziffern, und so viel auch zum Zwischenruf, was die Schulen angeht. Die Landesregierung kann ja den Investitionsstau an den Schulen noch nicht einmal beziffern. Nicht einmal dafür ist Personal da. Aber dafür in den zentralen Stellen, da können Sie gut besoldete Stellen schaffen, weil Sie stellen ja lieber Häuptlinge ein. Ich will jetzt noch einmal etwas zu unseren eigenen Änderungsanträgen sagen. Wir haben uns darauf konzentriert, nur einige wenige Dinge, die auch im Nachtrag ohne Weiteres darstellbar sind, zu beantragen. Da fordern wir zunächst einmal die anstehende Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Haushalt einzuplanen. Und auch wenn Schwarz-Grün nichts anderes macht, als so zu tun, als könne man die Sorgen der Menschen einfach aussitzen, das Problem auf die Kommunen abwälzen, wir zeigen, dass die berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere im ländlichen Raum, ohne Weiteres finanzierbar sind. Das Ergebnis der Anhörung ist eindeutig. Straßenausbaubeiträge sind unsozial und gehören abgeschafft, und zwar sofort. Das ist finanzierbar. Zum neuen Schuljahr wollen wir auch Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen nicht weiter schlechter bezahlen als andere Lehrkräfte, so wie es die Gewerkschaft seit vielen Jahren fordert. Für eine Vergütung nach A13 ist auch im Nachtragshaushalt genügend Geld da. Erst recht genügend Geld ist dafür die Ausfinanzierung einer Ombudsstelle für Kinderrechte. Angesichts der steigenden Zahl von Kindesmisshandlungen in Hessen ist diese Forderung nicht weniger als die Aufforderung, hier schnell mehr zu tun, um die Rechte von Kindern wirksam zu schützen. Auch mit unserem Antrag zur Berufseinstiegsbegleitung zeigen wir, dass Schwarz-Grün in diesem Nachtragshaushalt noch so einiges zu tun haben. Wir wollen, dass das gute Programm zum Berufseinstieg weitergeführt werden kann, indem das Land wegfallende EU-Mittel ersetzt. Dieses Programm ist wert, weiter gefördert zu werden. Das alles ist auch ohne Weiteres im Nachtrag zu finanzieren. Allein müsste sich die Landesregierung endlich von der Vorstellung verabschieden, dem Schuldenabbau oberste Priorität beizumessen. Es gibt schlicht viel zu viel in diesem Land, das man tun muss, als jetzt die Hände in den Schoß zu legen, um sich über ihre schönen Zahlen zu freuen. Denn eines ist klar, der Schuldenabbau, der macht im Moment auch gar keinen Sinn. Es fehlt auf der einen Seite an allen Ecken und Enden an Ausgaben. Die Zinsen sind seit Jahren im Sinnflug. Und wenn der hessische Finanzminister diese abschließende Bemerkung, sei mir hier erlaubt, sich nicht heftig mit, naja, mindestens mal fragwürdigen Derivatgeschäften verspekuliert hätte, dann würden wir allein auch dadurch jedes Jahr 80 Millionen € an unnötigen Zinsen einsparen. Das wäre sogar ein Schuldenabbau, den wir mitgetragen hätten.
Zinsen sparen, statt das Geld zu verspekulieren, investieren, statt schwarze Null zu huldigen. Das ist unsere Devise. Das sind unsere Änderungsanträge für diesen Nachtragshaushalt. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU der Kollege Michael Reul. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss schon sagen, es ist etwas enttäuschend, was die Opposition zum Nachtragshaushalt jetzt in zweiter Lesung vorgetragen hat. Nichts Neues, keine neuen Argumente, keine neuen Punkte. Und selbst die Anträge, die vorgelegt worden sind, sind von gestern oder vorgestern. Auch dort nichts Neues, nichts, was wir schon bisher gehört hätten. Und ja, das wäre eine Überraschung, ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn hier das Argument gebraucht wird, der Nachtragshaushalt sei unambitioniert, dann erinnere ich einmal daran, wir haben einen Doppelhaushalt. Und wir haben jetzt in dem Doppelhaushalt hervorragende Maßnahmen von der schwarz-grünen Landesregierung dort niedergelegt, die wir auch tagtäglich erneut umsetzen. Und der Nachtragshaushalt ist nur dem geschuldet, weil wir im Rahmen der Regierungsbildung gerade in dem Bereich der Digitalisierung eine riesige Initiative und Offensive gestartet haben. Und deshalb ist der Nachtragshaushalt notwendig, dass wir dies umsetzen. Und ich bin schon etwas überrascht. Sie kennen ja auch die Steuerschätzung, die konjunkturelle Entwicklung. Und wenn der Finanzminister, und das vollkommen zu Recht, Vorsicht walten lässt und dort in der Sache einen Sicherheitspuffer einstellt für die zukünftigen Zeiten, dann ist dies vollkommen richtig. Dann trägt das die Unterstützung der schwarz-grünen Regierung und der schwarz-grünen Koalitionen an dieser Stelle. Es ist wichtig. Davon haben wir schon in der Vergangenheit profitiert. Denn wenn wir diese ganzen Ausgabenpakete, die Sie hier immer wieder wortreich vorgetragen haben, aber nie mit Anträgen unterlegt haben, hier umgesetzt hätten, wären die Kassen schon längst leer. Nein, wir haben einen hervorragenden Finanzminister, der immer wieder Vorsicht walten lässt und dort auch in der Rücklage dann die notwendigen Beträge für uns vorhält, um dann mal gerüstet zu sein, falls die konjunkturelle Entwicklung nicht mehr so ist, wie wir es sehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das Thema Straßenausbaubeiträge, da muss man relativ nicht mehr viel dazu sagen. Wir haben es in der letzten Ausschusssitzung diskutiert. Herr Kollege Weiß, wenn Sie nichts anderes haben als dieses Thema Straßenausbaubeiträge, dann ist das natürlich auch relativ dünne. Sie können das Thema immer wieder aufwärmen, aber es wird nichts bewirken. Wir haben der Anhörung sehr genau gefolgt und haben dort auch keine neuen Argumente gehört. Ja, wir haben auch Nachfragen gestellt an dieser Stelle und haben uns das sehr genau angehört. Aber es kamen keine neuen Argumente. Deshalb sind wir davon überzeugt, das Gesetz, das wir in der letzten Legislaturperiode gemacht haben, ist ein sehr gutes Gesetz, es ist ein angemessenes Gesetz, und es gibt den Kommunen die Entscheidungsfreiheit, vor Ort zu entscheiden, wie sie es für richtig erachten. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, und werden auch Ihre Anträge zum Thema Straßenausbaubeiträgen weiterhin ablehnen. Und, meine sehr geehrten Herren, ein einziges Argument, das hier von der rechten Seite vorgetragen worden ist, mit Vehemenz. Sie haben ja eigentlich nur ein Thema, aber sie hat ein zweites Thema auch noch, wo Sie sich mit Stellenbesetzung beschäftigt haben, verschiedenen anderen Dingen und Beträgen für die Fraktionen. Ich kann Ihnen nur sagen, vielleicht sollen Sie mal nachfragen bei Ihrem Vertreter im Rahmen der Ausschusssitzung. Der Einzelplan 1 ist einstimmig beschlossen worden. Vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken, was Sie im Ausschuss machen und was Sie in der Öffentlichkeit dann vortragen. Ja, der Fraktionsvorsitzende dreht sich verwundert rum, aber so war es. Vielleicht sollten Sie das an dieser Stelle mal abklären, was Sie eigentlich wollen. Ihr Weg ist, wie er ist, ein Irrweg. Meine sehr geehrten Damen und Herren und Herr Schalauske, wenn Sie sagen, für Ihre Auffassung ist Schuldentilgung sinnlos, dann ist das Ihre Einzelmeinung. Wir halten Schuldentilgung für sehr sinnvoll.
Und wenn Sie das beschreiben, wie es angeblich in unserem Land aussieht, dann kann ich nur für uns feststellen, für die tragenden Fraktionen der Regierung, kann ich nur feststellen, Sie beschreiben ein Land, in dem wir nicht leben. Sie haben anscheinend einen ganz anderen Blick auf unser wunderschönes Hessenland. Wir sind froh, dass wir in einer prosperierenden Region, in einem schönen Land wohnen. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle noch ergänzen. Schuldentilgung ist nie sinnlos, sondern Schuldentilgung ist ein verantwortliches Handeln für zukünftige Generationen, weil für diese schaffen wir nämlich die Spielräume an dieser Stelle. Und dies ist unser verantwortungsvolles Handeln auch für die Zukunft, für die zukünftigen Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder, damit wir denen auch die Spielräume erhalten. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht ist es doch noch einmal notwendig, ein wenig auf die Schwerpunkte einzugehen, die wir im Nachtragshaushalt setzen. Ich habe Ihnen das gesagt. Ja, ich habe nur 10 Minuten, sonst würde ich länger reden. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben eine Digitalisierungsoffensive gestartet. Wir haben insgesamt 150 Anwärterstellen für die Grundsteuerreform vorgesehen. Auch dies ein sehr weitblickendes Moment aus dem Finanzministerium. Wir wissen ja, dass es jetzt am Himmel sich andeutet, dass der Bund eine gesetzliche Regelung schafft, sodass wir im Zweifelsfall in diesem Jahr dann auch zu einer guten Regelung kommen können. Aber um das umzusetzen, brauchen wir die Anwärter, damit zukünftig auch die ganzen Verfahren gemacht werden können, erledigt werden können. Und deshalb sehen wir im Nachtragshaushalt 150 weitere Anwärterstellen vor. Genauso 250 neue Stellen für Lehramtsreferendare. Weitere Ausbilderstellen für Polizei und Feuerwehr, 20 neue Ingenieure für Hessen Mobil. Meine sehr geehrten Herren, an diesen Punkten können Sie schon erkennen, wie wir uns zukünftig vorstellen, unser Land zu gestalten. Wir treffen Vorsorge für die zukünftigen Aufgaben, und wir sind an dieser Stelle frohen Mutes, dass wir die Dinge auch umsetzen können. Und den Pessimismus, den hier die Opposition verbreitet, der ist nicht unser, sondern wir packen an, wir gehen nach vorne und wir schaffen die zukünftigen Spielräume, die wir benötigen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein wichtiger Punkt, der von Ihnen nicht mehr erwähnt wird, weil Sie es vielleicht nicht erwartet haben, der Tarifabschluss 2019, den setzen wir eins zu eins um. Und nicht nur das. Zusätzlich haben wir noch zu dem Tarifabschluss, den wir eins zu eins umsetzen, das Hessenticket einmalig in Deutschland. Und dies ist ein Plus gegenüber den anderen Ländern. Und jetzt warte ich auf Ihren Kommentar. Da sind Sie nämlich sprachlos. Wichtig ist, und das bleibt festzuhalten, wir bleiben auf Kurs, tilgen weiterhin die Altschulden, stärken die Konjunkturausgleichsrücklage und zeigen die politischen Prioritäten jetzt schon im Nachtragshaushalt, die wir für notwendig erachten. Und wir freuen uns schon dann auf die Diskussion auch für den Haushalt 2020, weil dann werden Sie Ihre Argumente wieder vortragen, und wir werden Ihnen dann an dieser Stelle auch gegenüberstellen, welche Impulse wir setzen und was wir für wichtige Dinge notwendig für unser schönes Land halten. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Herzlichen Dank, Herr Kollege Reul. Jetzt liegt mir noch vor eine Wortmeldung aus der AfD-Fraktion. Ist entfallen. Dann darf ich jetzt für die Landesregierung Herrn Staatsminister Dr. Schäfer das Wort erteilen. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, die Debatte des heutigen Tages hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit der Diskussion, die wir schon rund um die Einbringung des Nachtragshaushalts geführt haben. Die Argumentationsstränge der einzelnen Redner haben sich nicht so sehr viel verändert seit der Diskussion von vor 4 Wochen. Und die zwischenzeitlichen Diskussionen im Haushaltsausschuss haben jedenfalls auch die bekannten Positionierungen bestätigt.
fand es gut, dass wir eine Gelegenheit hatten, in der letzten Sitzung des Haushaltsausschusses über eine ganze Reihe von Änderungsanträgen sprechen zu können. Heute Abend haben wir noch einmal, ich glaube, 6 Änderungsanträge, die die SPD leider erst heute, wie ich finde, eingereicht hat. Ja, ja, ich sage nur, das ist sozusagen die Vorbereitungszeit, um so etwas dann zu diskutieren, erleichtert die Arbeit für alle Beteiligten nicht zwingend. Aber es sind ja auch nur 6 Anträge, mit denen werden wir am Ende dann auch den Ausschuss heute Abend auch noch bestreiten können. Wir versuchen ein paar der Argumente so nach dem Motto, eine neue Koalition muss sozusagen im ersten zu verabschiedenden Haushalt sofort Schwerpunkte in besonderer Weise neu erfinden. Wenn es aber eine Regierung gibt, die durch die Wählerinnen und Wähler bestätigt worden ist, das kann Ihnen nun passen oder nicht, das ist jetzt nicht die Kategorie der Debatte, dann ist aber eine Fortsetzung dessen, was in einem Doppelhaushalt an Schwerpunkten gesetzt worden ist, die logische Folge dessen, wenn es eine Regierung, die vorher regiert hat, wieder weiter regiert, dass sie ihre Arbeit fortsetzt und dann in dem Nachtragshaushalt einige Veränderungen. Wissen Sie, Herr Kollege Rock, Koalitionsverträge werden gelegentlich für gesamte Legislaturperioden gemacht und nicht Jahresscheiben bezogen. Und das haben wir an dieser Stelle so getan. So. Und deshalb beginnen wir ja auch mit dem Stichwort Digitalpakt. Wir sind das einzige Bundesland, das auf die Mittel des Bundes noch eigene Mittel obendrauf legt. Ich habe verzweifelt eben versucht zu recherchieren nach der Rede von Frau Schardt-Sauer, was die von Ihnen mitregierten Bundesländer, ich glaube, 3 sind es an der Zahl, was dort auf den Digitalpakt des Bundes obendrauf gelegt worden ist. Sie können mir das sicherlich nach der Debatte nachreichen. Ich habe nämlich nichts gefunden, dass dort irgendetwas Zusätzliches gemacht worden ist. Wir Hessen sind die Einzigen, die etwas obendrauf legt, meine Damen und Herren. Ein wichtiger erster Schwerpunkt an dieser Stelle, in dieser Legislaturperiode und in diesem Jahr. Stichwort Ausbildung. Wir haben über 500 Stellen zusätzlich, die wir in die Ausbildung von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stecken, sei es Lehramtsreferendare auf der anderen Seite oder aber die massive Ausweitung von Ausbildungskapazitäten von Polizei bis Steuerverwaltung und in andere Bereiche. Das ist ein wesentlicher Schwerpunkt dieses Nachtragshaushalts. Wir investieren auf der anderen Seite weiter in die innere Sicherheit. Der Ausbau der Wachpolizei ist genannt worden, den Ausbau der Infrastruktur und der Stärkung des ländlichen Raums. Und gleichzeitig schaffen wir die Voraussetzungen, nicht nur die Schuldentilgung stabil zu halten, weiter geplante Schuldentilgung vorzunehmen, mit der klaren Aussichtstellung, wie wir das in den vergangenen Jahren auch gemacht haben, wenn am Ende des Jahres aufgrund unserer vorsichtigen Haushaltsführung etwas übrig bleibt, die Schuldentilgung noch zu verstärken. Gleichzeitig investieren wir in unsere Vorsorgesysteme, um vor den Versorgungslasten der Zukunft besser geschützt zu werden, zusätzliche 40 Millionen € in diesem Nachtragshaushalt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind alles Schwerpunkte, neue Schwerpunkte, Erweiterung bisheriger Schwerpunkte, sodass wir mit diesem Nachtragshaushalt exakt das umsetzen, was wir uns in unserer Koalitionsvereinbarung gemeinsam vorgenommen haben. Und wir erweitern die Mittel, die für den Bereich der Digitalisierung vorgesehen sind. Dafür braucht man aber auch Menschen, die die Digitalisierung machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Trotz aller Technisierung, aber digitale Strukturen, die neue digitale Strukturen schaffen, da sind wir zwar auf dem Weg mit künstlicher Intelligenz, aber noch nicht so ganz so. Es ist immer noch BWLer-mäßig formuliert Business. People-getriebenes Business an der Stelle. Es müssen Menschen sein, die das tun. Und deshalb schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Strukturen so aufzustellen, dass wir in der Lage sind, beispielsweise die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes auch für das Land Hessen gemeinsam mit den Kommunen in den nächsten Jahren zu bewerkstelligen. Und das wird keineswegs eine einfache Aufgabe werden. Wir werden im Haushalt des Jahres 2020 sehen, dass wir dort noch weiter in Personal werden investieren müssen, um sicherzustellen, dass die digitalen Verwaltungsdienstleistungen, auf die die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben, auch zeitgerecht umgesetzt werden können. Alles andere als trivial. Aber es ist eine Aufgabe, die wir uns in diesem Nachtragshaushalt beginnen zu stellen, um die Dinge entsprechend umzusetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind Schwerpunkte in diesem Nachtrag. Lassen Sie mich ein Letztes hinzufügen. Ich glaube, wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass wir die Diskussionen rund um die Haushaltszahlen, die uns sicherlich in den Herbst hinein noch einmal sehr intensiv beschäftigen werden, wo wir nämlich über die Frage reden müssen,
Ja, Herr Schalauske, wir haben in der Koalitionsvereinbarung ausdrücklich einen Finanzierungsvorbehalt vorgenommen. Ausdrücklich. Weil das ist nämlich Teil der Politik dieser Koalition, am Ende sich das zu leisten und Prioritäten abzubilden, was man sich auch leisten kann. Eben nicht grenzenlose Verschuldungen in Kauf zu nehmen, um alles umzusetzen, nur weil man nicht in der Lage ist, politische Prioritäten zu setzen. Und diese politische Prioritätensetzung, diese Diskussion darüber, für das eine mehr, für das andere weniger auszugeben, sich manch anderes vielleicht auch zu sparen, darüber zu diskutieren, lade ich Sie sehr herzlich ein, sowohl in der Vorbereitung auf die dritte Lesung zu diesem Nachtragshaushalt, aber auch in den haushaltspolitischen Debatten nach diesem Sommer, im Frühherbst, wenn es um den Haushalt 2020 und folgende gehen wird, über die mittelfristige Finanzplanung, die all die Dinge abzubilden sind. Aber dann lassen Sie uns bitte, und das lassen Sie mich als Letztes hinzufügen, nicht wieder in die bekannten Reflexe zurückfallen. Änderungsanträge dergestalt, Mehrausgaben auf der einen Seite und so, wie wir es von den Sozialdemokraten heute wieder sehen, Gegenposition Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Wenn das alleine Debattencharakter von Haushaltsdiskussion ist, dann, meine Damen und Herren, dann sind das die alten Muster und eben nicht die Frage von Schwerpunktsetzung und anderen Fragestellungen. Dann lassen Sie uns, lieber Herr Kollege Weiß, über die Mitwirkung unserer Haus- und Hofkatze an der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung. Die hat sogar einmal in einem der Erklärfilme zum Finanzausgleich. Herr Minister, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ja, selbstverständlich, weil über meine Katze diskutiere ich mit den meisten besonders gerne. Ja, ja. Drücken Sie mal. Herr Minister, vielen Dank. Weil Sie uns gerade die Finanzierung unserer Anträge zur Abschaffung der Straßenbeiträge vorgehalten haben. In der letzten Wahlperiode ist ja das Gesetz von Schwarz-Grün zur Möglichkeit der Kommunen zur Abschaffung der Straßenbeiträge bzw. zur Umstellung von einmaligen auf wiederkehrende gemacht worden, das 30 Millionen Euro kostet oder kosten kann. Wie haben Sie in Erinnerung oder haben Sie noch im Kopf, wie diese 30 Millionen Euro, die Schwarz-Grün für die Straßenbeiträge ausgeben wollten, finanziert werden sollte? 30 Millionen Euro? 30 Millionen Euro? Es waren Umstellungszuschüsse für die betroffenen Kommunen, wenn sie diese Dinge umschichten wollen. Ja, aus dem Haushalt des Landes, selbstverständlich. Aber wenn die einzige Deckung, die Sie für Ihre gesamten Haushaltsanträge vorlegen, ausschließlich die Entnahme, die aus der allgemeinen Rücklage ist, Sie gleichzeitig aber die 60 Millionen ja nicht einmal zurückgeben wollen, sondern Sie wollen sie ja strukturell über die nächsten 15 und mehr Jahre, wo Ihnen aber die allgemeine Rücklage nicht mehr zur Verfügung stellen, dann ist das unseriöse Antragstellung. Und sehen Sie es mir nach, wenn ich Ihnen das auch hier vortrage. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns munter darüber streiten. Aber ich würde mich freuen, wenn wir eine ernsthafte Debatte über Prioritäten und derjenige, der neue Prioritäten setzen will, dann auch den Mut hat zu sagen, an welcher Stelle er auf alte Prioritäten verzichtet. Das ist dann ehrliche und nachhaltige Politik und nicht eben nur etwas für die Galerie. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Herr Staatsminister Dr. Schäfer, damit sind wir am Ende der Beratungen angekommen. Ich möchte jetzt gerne mit der Abstimmung beginnen. Nach unserer Geschäftsordnung, § 17 Absatz 1, letzter Satz, lasse ich hier jeweils über die Einzelpläne im Einzelnen abstimmen. Ich beginne natürlich mit Einzelplan 01 Hessischer Landtag. Wer für die Annahme des Einzelplanes 01 ist, bitte ich um das Handzeichen. Das sind Linksfraktionen, SPD, Grüne, CDU, FDP. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Bei keiner Enthaltung so angenommen. Damit kommen wir zum Einzelplan 02, Hessischer Ministerpräsident. Wer für die Annahme des Einzelplans ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, der Linkspartei und die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Es enthält sich die Fraktion der Freien Demokraten. Damit angenommen. Wir kommen zum Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport. Habt ihr einen Fehler bei der Abstimmung gemacht? Nein, wir kommen zum Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des
Wir sind mitten in der Abstimmung. Ich bitte um Konzentration. Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, Linkspartei, AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der Freien Demokraten. Einzelplan 04, Hessisches Kultusministerium. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, Linkspartei. Wer enthält sich der Stimme? FDP und AfD damit angenommen. Wir kommen zum Einzelplan 05, Hessisches Ministerium der Justiz. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Es ist die SPD und die Linkspartei. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD und die Freien Demokraten. Einzelplan 06, Hessisches Ministerium der Finanzen. Wer ist für die Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, Linksfraktion. Wer enthält sich der Stimme? AfD und FDP. Einzelplan 07, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Wer ist für die Annahme? CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Fraktion der SPD, der Linkspartei und die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der Freien Demokraten. Einzelplan 08, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration. Wer ist für Annahme des Einzelplanes? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die Fraktion der SPD, die Fraktion der Linkspartei und die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die Freien Demokraten. Einzelplan 09, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wer ist für die Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die Fraktion der Linke, die Linke und die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der Freien Demokraten. Einzelplan 10 bedarf keiner Abstimmung, da es keine Änderungen gibt. Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof. Wer ist für Annahme des Einzelplanes? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Fraktion der SPD, die Fraktion DIE LINKE, die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Habe ich etwas übersehen? Ah, stimmt ja. Wer ist dagegen? Das hatten wir. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD. Damit kommen wir zum Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wer ist für die Annahme des Einzelplanes? Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die Fraktion der SPD, die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD und die Freien Demokraten. Wir kommen zum Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung. Wer für die Annahme des Einzelplanes ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ist jemand dagegen? Das ist die Fraktion der SPD und die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion der Freien Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Und wir kommen zum Einzelplan 18, staatliche Hochbaumaßnahmen. Wer ist für die Annahme des Einzelplanes? Fraktion der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die Fraktion der SPD und die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD und die Fraktion der Freien Demokraten. Herzlichen Dank. Nachdem nun alle Einzelpläne abgestimmt sind, kommen wir zum Gesetzentwurf. Nach § 17 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung wird ein Gesetzentwurf, der in drei Lesungen zu beraten ist, einem Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen. Und es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2018-2019 in der vom Haushaltsausschuss empfohlenen Fassung und mit den vorliegenden Änderungsanträgen der Fraktion der SPD zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Haushaltsausschuss zurück zu überweisen. Das ist hiermit geschehen. Der Haushaltsausschuss tagt heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung im Raum 501a. Die dritte Lesung des Gesetzes ist für Mittwoch vorgesehen. Herzlichen Dank.